So, heute ist wieder Donnerstag, das heißt die letzte Folge von Let's Play PokerCast 2 steht heute an. Wir gehen mal wieder auf den Rundkurs und zwar rund ist das richtige Stichwort, nämlich Oval steht heute an. Ja, wir sind auf dem Texas Motor Speedway zu Gast und wollen natürlich hier so viele Punkte wie möglich mitnehmen, gerade was die WM betrifft. Wir haben jetzt einen ordentlichen Vorsprung von 44 Punkten. Der soll im Idealfall auf über 50 aufwachsen. Oder über 50 wachsen. Weil dann sind wir in den letzten beiden Rennen für nächste Woche eigentlich, ja, mehr oder weniger vom Siegen befreit. Heute könnten wir den Titel klar machen. Ansonsten verschieben wir das ganze Ding auf Montag. Aber dafür muss heute einiges passieren. Wir müssen Erster werden. Unser größter Rivale darf höchstens auf die 3 fahren. Und dann ist das Thema heute gegessen. Und zwar der Kollege auf der 3, Helio Castro Neves. Das ist unser größter Konkurrent. Was heute... der größte Rivale diese Saison. Um den WM-Titel. Hier steht er nämlich auf der 3. Da ist der Kollege. Das müssen wir heute irgendwie unterbinden, dass er heute irgendwie gewinnt. Im Idealfall 10 Punkte weniger holt als wir. Aber gerade auf den Ovalkursen ist das extrem schwierig. Wir gehen in Rennen Nummer 6 in die Saison. Wir hatten 3 Ovalkurse. Er hat, glaube ich, 2 bisher davon gewonnen. Aber hier müssen wir jetzt auch erstmal irgendwie auf die Reihe bekommen, dass wir hier ein vernünftiges Ergebnis bekommen. Im Idealfall gewinnen wir hier und er wird maximal Dritter. Das wäre super, weil der letzte Sieg, der war auch so gerade noch irgendwie geholt. Also... So, jetzt geht's hier mal los. Jetzt kommt natürlich einige aus der Box hier gerade raus. Das wurde sich so ganz ideal. Ah, wir liegen schon wieder. Ah, gut, wir liegen hinten. Ist gerade so, dass ich da bei der Geschwindigkeit vorbeifliegen konnte an dem Auto. Und dann wieder auf. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurückgefallen. Fangen wir wieder auf 10, also ein Rückstand 1,5 Sekunden. Wir fallen jetzt schön zu weit wieder zurück. Das ist eine Sache. Ovale sind nicht meine Stärke, muss ich mal so gerade anmerken. Und schon hängen wir wieder auf dem vorletzten Platz fest. Jetzt sind wir sogar letzter. Und dann der Riesensprung mit einer Sekunde auf Platz 11. Minimaler Rückstand. Ich versuche so gerade hier ein bisschen den Windschatten zu holen. Hm.
Wobei von 13 mir zu reich ist, also von, von 14. 11 Minuten noch. Der Kurs geht aber auch nur 26 Sekunden, also so lange ist die Strecke nämlich nicht. Von Montoya. Gut, dass der nächste Kurs wieder nächste Woche eine Stadtkurs wird. Aber wie gesagt, vielleicht holen wir uns hier tatsächlich doch irgendwie von 14 in den Titel. Wir haben nicht von 25 auf 8 gefahren im letzten Rennen. Beim letzten Dienstrennen vorgestern nämlich. Warum soll das nicht heute auch wieder gehen? Haben wir sogar 15 Fis. Aber ich vermute, dass jetzt auch die Reifen ein bisschen abbauen. Runde rausgeballert, aber da kommt noch einer. Ja, und unser größter Rivale packt da mal eben die Bestzeit hin. Wir kleben momentan auf 17 fest. Das war halt. Gut, versuchen Sie mal. Nochmal 9 Satz Reifen. Ich nehme nur auf 20. Also es ist bitter, wenn der... Ja, die betteln sich da vorne mit Platz 1, 2 unsere Rivalen und wir können sie hier tatsächlich... Ja. Versuchen Sie natürlich nochmal eine Zeit zu setzen.
Das wird leider heute irgendwie nichts werden. Sogar, ja, auf 21 stehen wir dann am Ende. Naja, gucken wir mal, was drin ist, Mann. Der Sackjunge hat ja uns schön weggedrückt, dass wir doch wieder auf unsere Position zurückgefallen sind. Ja, fahrt doch am besten alle vorbei, ist kein Problem. Wir hängen ja auf 15 fest, unsere Rivale hängen. Die wollen uns jetzt, das wollen sie uns nämlich auch wegschießen. Unser Rival, der hängt auf der 1 fest. Wir haben hier gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Können die nicht den Führer denn einfach mal raushauen? Ja, es ist nicht mein Oval, also nicht mein. Obwohl es Laune macht, die Dinger zu fahren, kriege ich die Geschwindigkeit nicht hin, dass ich jetzt irgendwie was reißen könnte hier. Wir holen leider keine Punkte heute. Wir haben sogar auf der Geraden noch überholt. Auf 16 landen wir am Ende. Wir haben unser größter Rivale gewinnen. Hat er uns schön nochmal auf der Außenbahn hier weggehauen. Also beziehungsweise nochmal überholt. Zwei, sondern am Ende noch ziehen. Es ist nichts zu holen, Leute. Und damit sind wir nur noch 18 Punkte vorne. Gut, das ist wichtiger, besser als, dass er gut, dass er noch verloren hat. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Scheiße. Gut, es sind 18 Punkte noch. Wie gesagt, das ist alles noch drin. Also wir können tatsächlich mit dem Sieg jetzt im letzten Rennen
den Titel klar machen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder nächste Woche, dann am Montag um 14 Uhr wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Rennen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wir hören uns ja, falls ihr nur Project Cast guckt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Montag wieder. Dann geht's, ist glaube ich, Montag ist glaube ich der 2. Januar. Oder Montag ist 31. natürlich, klar. Also da gibt es am Montag die letzte Folge des Jahres. Sorry, ich wollte das eigentlich schon sagen, aber wie gesagt, ja, ansonsten trotzdem einen guten Rutsch, kommt gutes neue Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder auch, wie gesagt, nochmal am 31. Und dann, ja, ist es durch für dieses Jahr. Bis dann, ciao.